Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game of Thrones Video. Im April diesen Jahres ist es endlich soweit. Dort erwartet uns die finale und 8. Staffel. Dieses Video ist ein Remake von dem vor anderthalb Jahren erschienenen Staffel 8 Video, weil sich natürlich in der Zwischenzeit einiges getan hat. Wir werden die Fakten, Theorien und Spekulationen über die finale Phase der Serie zusammenfassen, weswegen wir ausdrücklich vor Spoilern warnen. Fangen wir erstmal mit den Dingen an, die wir schon jetzt zu 100% wissen. Die 8. Staffel wird im April starten und aus 6 Folgen, die laut David Nutter jeweils mehr als 60 Minuten Länge haben, bestehen. Manche davon werden wahrscheinlich sogar Spielfilmlänge erreichen. Die Dreharbeiten haben im Oktober 2017 begonnen und wurden im Juli 2018 beendet. Damit hat diese Staffel mit Abstand die längste Drehzeit. Für den Dreh selbst standen den Schauspielern nur digitale Skripte am jeweiligen Drehtag zur Verfügung, die dann am Ende des Drehtages automatisch gelöscht wurden. Außerdem wurden am Set auch noch Drohnenkiller eingesetzt und Fake-Szenen gedreht. Diese Sicherheitsmaßnahmen dienten dazu, Spoiler zu vermeiden. Neben den großen Sicherheitsmaßnahmen steckt hinter Staffel 8 auch noch ein riesiges Budget. Während es in Staffel 7 noch etwas mehr als 10 Millionen Dollar pro Folge waren, wurde für Staffel 8 pro Folge ein Rekordbudget von 15 Millionen Dollar von HBO zur Verfügung gestellt. Die Drehbuchautoren sind David Benioff, D.B. Weiss, Brian Cogman, Dave Hill und George R.R. Martin als Beratung. Bevor wir wild über den Inhalt spekulieren, fassen wir doch einfach mal die aktuelle Lage in Westeros zusammen. Jon, Daenerys und Co. sind auf dem Weg nach Winterfell, damit Daenerys dort Vertrauen von den Starks bekommen kann und sie bei dem Krieg gegen die Weißen Wanderer unterstützen kann. Cersei, die ihn versprochen hat, auch als Unterstützung zu dienen, macht dies natürlich nicht und hat Euron auf den Weg geschickt, um die Goldene Kompanie zur Unterstützung für ihre Armee anzuwerben. Jaime gefällt dieser Plan gar nicht, weswegen er nach Winterfell reitet und sich von der schwangeren Cersei trennt. Theon versucht außerdem immer noch Asha zu retten. Im Norden holt der Nachtkönig den frisch erlegten Viserion auf seine Seite, zerstört die Mauer und marschiert mit seiner Armee in Richtung Winterfell. Zum Inhalt sind schon einige Informationen durchgesickert. Es ist sogar schon ein kompletter Leak zu allen Episoden aufgetaucht, über den man aber nicht genau weiß, ob er glaubwürdig ist. Was aber glaubwürdig ist, ist, dass Peter Dinklage in einem Instagram-Post die Episodenlängen, die der französische TV-Sender OCS TV aus Versehen veröffentlicht hat, noch einmal bestätigte. Die ersten beiden Episoden werden 60 Minuten lang sein, während die letzten 4 Episoden eine Laufzeit von 80 Minuten haben. In den Episoden 1, 3 und 6 kann man nach heutigem Stand schon relativ viele Vermutungen aufstellen. Für Folge 1 hat die Regie David Nutter übernommen. Er ist für die Inszenierung der Roten Hochzeit verantwortlich und beherrscht emotionale Szenen und Wendungen. Inhaltlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Nachtkönig in der Eröffnungsszene Letzter Herd und Karhoit angreifen wird, wobei Ned, Amber und Alys Karstark sterben werden. Jon hat sich ja in Staffel 7 mit ihnen wieder verbündet und sie in ihre Bogen geschickt. Außerdem werden in dieser Folge höchstwahrscheinlich Daenerys und Jon in Winterfell ankommen, wobei die Folge viele Ähnlichkeiten mit der Pilotfolge, in der Robert in Winterfell ankommt, aufweist. Durch den kurzen Ausschnitt von der ersten Szene, den HBO veröffentlicht hat, kann man vermuten, dass Sansa Daenerys anfangs misstraut. Diese Folge wird eine Folge der Wiedersehen werden. Jon trifft seine Familie wieder, der Bluthund trifft wahrscheinlich die Stark-Schwestern und Brienne wieder, Jorah trifft vielleicht auf Lyanna Mormont und Sam, dem er sein Leben zu verdanken hat, und so weiter. Was neben dem Konflikt zwischen Sansa und Daenerys auch interessant sein könnte, wäre, wenn Bran Jon über seine wahre Abstammung aufklärt, womit er ein Recht auf den Eisernen Thron hätte. Das und seine Verwandtschaft mit Daenerys wird sicherlich einige Probleme für seine Beziehung mit Daenerys darstellen. Auch spannend wäre eine Begegnung zwischen Bran und Jaime, der auch innerhalb der ersten Folge in Winterfell ankommen könnte. Zu der Folge wurde auch ein angeblicher Schnittplan veröffentlicht, der aber wahrscheinlich fake ist, weil Mark Gatiss, der Schauspieler von Tyrion Nestoris, bestätigt hat, dass er in Staffel 8 nicht vorkommen wird. Während Folge 2 ebenfalls von David Nutter inszeniert wird und wahrscheinlich die Konflikte in Winterfell fortsetzen wird, ist für Folge 3 Miguel Sapochnik verantwortlich, der Folgen wie die Schlacht der Bastarde und das Massaker von Hartheim inszeniert hat. Mit der Episode Die Winde des Winters hat er aber auch gezeigt, dass er für die Episoden, die einfach Handlungsstränge zu Ende bringen, der Richtige ist. Episode 3 wird, wie es der Darsteller des Nachtkönigs Wladimir Fodik bestätigt hatte, komplett aus der Schlacht in Winterfell bestehen. Der
Nachtkönig wird in Winterfell ankommen und es wird zu einer riesigen Schlacht zwischen ihm und den Lebenden kommen. Mit riesig meine ich riesig, denn allein für diese Schlacht wurden 55 Drehtage für die Außendrehs und noch einmal mehrere Wochen für die Studiodrehs gebraucht. Dies könnte also die größte Schlacht sein, die man jemals in einer Serie oder vielleicht sogar in der Filmwelt gesehen hat. Dagegen soll die Schlacht der Bastarde ein Witz sein. In Staffel 7 haben wir erfahren, dass Wiedergänger sterben, wenn man ihre weißen Wanderanführer tötet. Wenn sie also den Nachtkönig töten würden, wäre die neue lange Nacht wahrscheinlich beendet. Einige geleakte Setbilder zeigen, dass viele der Dothraki wahrscheinlich sterben und als Wiedergängerreiter kämpfen werden. Ein weiterer Leak hat bestätigt, dass die Unbefleckten mit Speerspitzen aus Drachenglas ausgestattet sind, was gar nicht mal so unrealistisch ist. Jons Schattenwolf-Geist wird auch wieder auftauchen, wie der Special Effects-Chef Joe Bauer bestätigte. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Nymeria und ihr Rudel bei der Schlacht zur Unterstützung kommen. Außerdem werden Daenerys-Drachen wahrscheinlich gegen Viserion kämpfen und Bran wird sich vielleicht in ihn wagen, um ihn zu kontrollieren. Damit wäre Bran einer der drei Drachenreiter. In einem geleakten Video steht das Winterfell-Set in Flammen, was man auch auf die Drachen zurückführen kann. Wenn man jetzt versucht, den Teaser zu analysieren, wie wir es in einem extra Video getan haben, kann man darauf schließen, dass der Nachtkönig diese Schlacht gewinnen wird und Jon, Daenerys und Co. in den Süden fliehen müssen. Um mehr darüber zu erfahren, könnt ihr euch auch unser detailliertes Video zum Staffel 8 Teaser anschauen. Bei Episode 4 hat David Nutter wieder die Regie übernommen. Und da Episode 5 wieder in Miguel Sapochniks Hand liegt, ist es hier extrem wahrscheinlich, dass in dieser Episode die Schlacht gegen Cersei und eventuell dann auch gegen die Goldene Kompanie stattfindet. Harry Strickland ist der Anführer der Goldenen Kompanie und wird von dem deutschen Schauspieler Mark Rissmann verkörpert. Im Teaser sehen wir, dass der Lannister-Löwe brennt, was auf einen Sieg von Daenerys hindeuten würde. Das Feuer kommt jedoch aus dem Süden. Könnte die Goldene Kompanie also Cersei gegenüber doch nicht loyal sein und die Lebenden im Kampf gegen die Toten unterstützen? Somit würden sie als Söldnergruppe zum ersten Mal ihre Loyalität brechen. Es kann aber auch sein, dass Euron sie von Anfang an nicht überzeugen kann, auf Cerseis Seite zu kämpfen. Königsmund könnte natürlich auch durch eine riesige Seefeuerexplosion zerstört werden. Des Weiteren gibt es die Theorie, dass Arya mit Hilfe von Jaimes Gesicht Cersei tötet, was auch eine Erklärung für die Valonqar-Theorie sein könnte. Am Ende von Staffel 5 haben wir erfahren, dass Gesichtslose ja auch Gesichter von Lebenden tragen können. Es kann aber auch sein, dass Jaime nicht überlebt und beispielsweise in der Schlacht von Winterfell ehrenvoll stirbt. Oder Jaime überlebt und tötet Cersei selbst. Wie genau der Kampf zwischen Cersei und ihren Feinden in dieser Folge ausgeht, weiß natürlich keiner. In Folge 6, wo David Benioff und Dan Wise als Drehbuchautoren höchstpersönlich auf dem Regiestuhl sitzen, werden die Handlungsstränge ein Ende finden. Im Teaser können wir in der Nähe des Tridents das Zusammentreffen von Eis und Feuer beobachten. Dabei entsteht eine Mauer aus Drachenglas. Logischerweise könnte das bedeuten, dass dort eine neue Mauer entsteht, was ich mir persönlich aber nicht vorstellen kann. Es gibt die Theorie, dass der Nachtkönig mit Daenerys oder mit dem der gerade auf dem eisernen Thron sitzt, ein Friedenspakt abschließt und den Norden unabhängig regiert. Die Mauer könnte genau das symbolisieren. Generell kann es aber auch sein, dass der eiserne Thron am Ende gar nicht mehr existiert und jedes der sieben Königslande seinen eigenen König hat. Natürlich könnte der Nachtkönig auch jeden töten und als alleiniger Herrscher regieren, falls das überhaupt sein Ziel ist. Die Motive des Nachtkönigs sind bis heute nicht klar und es könnte sogar sein, dass diese erst im The Long Night Prequel aufgelöst werden. In welcher Folge wirklich der große Krieg beendet wird und wann genau der Kampf gegen Cersei stattfindet, kann man natürlich auch nicht so genau sagen. Diese Ereignisse werden sich aber auf jeden Fall in den letzten drei Folgen abspielen. Was man zusammenfassend zum Ende sagen kann, ist, dass es bittersüß wird und dass die Darsteller beim Lesen der Skripte emotional am Ende waren. Und jetzt kommen noch ein paar allgemeine Theorien, die man nicht so leicht einzelnen Folgen zuordnen kann. Darunter sind aber auch Theorien, die das, was wir gerade eben gesagt haben, komplett widerlegen. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Daenerys könnte schwanger sein und bei der Geburt ihres Babys sterben. Oder sie stirbt eben in der Schlacht um Winterfell oder durch Cersei. Schauen wir uns jetzt noch einmal zusätzlich die Aso Ahai-Theorie an. Melisandre hatte in Staffel 7 zu Daenerys gesagt, dass sie eine große Rolle in der Prophezeiung spielen würde. Der verheißene Prinz bringt die Dämmerung. Ich fürchte, ich bin kein Prinz. Dieses Substantiv ist im Hochvalyrischen geschlechtsneutral, also wäre die korrekte Übersetzung für die Prophezeiung, der Prinz oder die Prinzessin wird die Morgendämmerung bringen. Geht dann aber nicht mehr so leicht von der Zunge.
Nein, aber es gefällt mir besser. Auch Jean sieht sie darin als wichtige Komponente. Prophezeiungen sind gefährlich. Ich glaube, ihr spielt darin eine Rolle. So wie ein anderer auch. Der König des Nordens, Jon Schnee. Azor Ahai soll die damalige lange Nacht mit seinem Schwert Lichtbringer, dessen Wirkung sich erst entfalten konnte, als er es Nyssa Nyssa durch das Herz stach, beendet haben. Laut der Prophezeiung soll er nach einem langen Sommer wiedergeboren werden, um den Tod wieder zu besiegen. Und der lange Sommer ist jetzt vorbei. Der Winter ist hier. Die meisten Fans sehen Jaime, Beric Dondarrion, Jon oder Daenerys als Azor Ahai, wobei Jon und Dany die heißesten Kandidaten sind. Wenn Jon Azor Ahai wäre, müsste Daenerys sich als Nyssa Nyssa opfern, um Lichtbringer zu erschaffen, um wiederum den Nachtkönig zu töten. Aber wer sagt eigentlich, dass der wiedergeborene Azor Ahai nur in einer Person stecken kann? Er kann ja auch in mehreren Charakteren wiedergeboren werden. In der Serie gab es wie gesagt schon ein paar Andeutungen auf Azor Ahai, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, dass dies in Staffel 8 gar keine Rolle spielt. Vielleicht tötet Arya mit ihrem Dolch ja auch den Nachtkönig, und es gibt ja auch die Theorie, dass Bran der Nachtkönig ist, wodurch Bran selbst sich in Staffel 8 opfern müsste. Falls der Nachtkönig überhaupt stirbt, muss man dazu sagen. Sterben ist ein gutes Stichwort. George R. R. Martin und die Serienmacher waren schon immer dafür bekannt, dass niemand in der Welt von Game of Thrones sicher ist. Die Sterbewahrscheinlichkeit von Daenerys ist meiner Meinung nach sehr hoch, Jons Tod ist da eher etwas unwahrscheinlicher. Und Cersei wird in Staffel 8 auch sehr wahrscheinlich sterben. Jedenfalls meiner Meinung nach. Eine Studie für das wissenschaftliche Fachblatt Injury Epidemiology sagt aus, dass vor allem die überleben, die nicht oft die Seiten wechseln. Somit hätten Jon, Cersei, Arya und Daenerys auf jeden Fall gute Überlebenschancen. Schreibt mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach das Spiel um den Thron überleben und nicht überleben wird. Spielt man das Spiel um Throne, gewinnt man oder stirbt? Dazwischen gibt es nichts. Nun zu einer anderen Sache. Nach dem Staffelfinale von Staffel 7 haben wir uns gefragt, ob Tormund und Beric den Einsturz der Mauer überlebt haben. Wenn man sich die Szene genau anschaut, kann man erkennen, dass sie es höchstwahrscheinlich noch geschafft haben, sich auf die andere Seite der Mauer, die nicht zerstört wurde, zu retten. Es wäre ja auch zu schade, wenn die Tormund-Brienne-Storyline nicht abgeschlossen wird, oder? In Staffel 8 dürfen wir auch mit einer Sarah, die wir aus den Büchern nur als Sarah Frey kennen, Bekanntschaft machen. Diese wird von Danielle Galligan verkörpert und könnte versuchen, sich an Arya zu rächen. Eine weitere aktuell sehr beliebte Theorie ist, dass Tyrion ein Verräter ist und in Wirklichkeit noch auf der Seite der Lannister steht. Wir wissen ja nicht, was Tyrion und Cersei im letzten Staffelfinale ausgehandelt haben. Außerdem deuten andere Dinge wie Olenas Warnung vor Tyrion und Tyrions Blick in Staffel 7 darauf hin. So könnte es sein, dass Daenerys Tyrion wegen Verrats hinrichtet. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Tyrion wieder auf die Seite seiner verhassten Familie zurückkehrt. Einzig und allein Jaime ist der, mit dem er ein gutes Verhältnis hat, und er steht jetzt auf der Seite von Daenerys. Außerdem kursiert die Theorie, dass Jaqen H'ghar in Wirklichkeit Träger Targaryen ist. Als Arya im Staffelfinale von Staffel 6 sagt, dass sie nicht niemand, sondern Arya Stark von Winterfell ist, lächelt Jaqen. Dieses Lächeln könnte man zum Beispiel auch dadurch erklären, dass er in Wirklichkeit Träger ist. Es gibt aber auch noch viele andere Hinweise für diese Theorie, aber die würden die Länge des Videos sprengen. Außerdem ist noch die Frage, ob es Theon schafft, Asha zu befreien und ob Euron sein Ziel erreicht, Cersei zu heiraten. Wenn er es nicht schafft, die Goldene Kompanie auf ihre Seite zu holen, wird daraus wohl nichts. Eine Person habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, Gendry. Wenn man in seinem Stammbaum zurückgeht, kann man erkennen, dass er Jons Cousin dritten Grades ist und somit auch ein Anrecht auf den Thron hat. Könnte er also am Ende auf dem eisernen Thron sitzen? Ich kann es mir persönlich nicht so richtig vorstellen, aber ausschließen kann man es ja auch nicht. Außerdem könnte es sein, dass die Theorie, dass Kleinfinger noch am Leben ist, bestätigt wird. Meiner Meinung nach ist das aber eher unwahrscheinlich. Ich hoffe ja, dass wir in Staffel 8 den lang erwarteten Clegane Bowl, in dem Gregor Clegane gegen Sandor Clegane kämpft, zu sehen bekommen. Cersei, die ja schwanger ist, hat von der Hexe Maggie the Frog prophezeit bekommen, dass sie drei Kinder haben wird. Könnte das also bedeuten, dass sie ihr Kind verliert, wodurch sie komplett verrückt wird? Vielleicht stirbt sie ja auch mit dem Baby im Bauch, so wie es Talissa angetan wurde. Nun zu einer anderen Sache. Maisie Williams hat einen Instagram-Post von ihren blutigen Schuhen und dem Hashtag Last Woman Standing veröffentlicht. Könnte das also bedeuten, dass sie die letzte Überlebende ist?
Der Crypts of Winterfell Teaser könnte jedoch andeuten, dass Sansa und Arya sterben, während Jon überlebt, weil seine Statue ihn als einzigen Eid darstellt. Das waren jetzt extrem viele Theorien zu Staffel 8 und nur einige davon werden sich wahrscheinlich als wahr erweisen. Eins ist denke ich jedoch sicher, das Ende wird nicht jedem gefallen. Entweder jemand sitzt am Ende auf dem eisernen Thron oder es gibt ihn gar nicht mehr. Es wird Leute geben, die die 8. Staffel hassen werden und andere, die sie lieben werden. Bei einer Serie wie Game of Thrones, die eine der größten Serien aller Zeiten ist, ist es unmöglich, einen Abschluss zu finden, der am Ende jedem gefällt. Aber was passiert danach? Das Prequel The Long Night über die lange Nacht wurde bestätigt. Gerüchten zufolge ist auch ein anderes Prequel in Planung, das sich mit dem Untergang Valyrias beschäftigt. Aber was wird uns eurer Meinung nach in Staffel 8 erwarten? Schreibt eure Theorien gerne mal in die Kommentare, das wird uns sehr interessieren. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem Staffel 8 Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und schaut auch gerne bei unserem Discord-Channel vorbei, der ist in der Beschreibung verlinkt. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.